In den Hügeln von Judäa gedeiht eine neue israelische Passion. Weinberge wie diese existierten bereits in biblischen Zeiten. Doch erst seit etwa 20 Jahren erlebt die alte Tradition eine neue Blüte. Das hier ist Weinland mit einer 3- bis 4000-jährigen Geschichte. Diese Geschichte war lange Zeit unterbrochen. Deshalb wissen wir nicht genau, wie der Wein hier tausende Jahre lang hergestellt wurde. Aber es war vermutlich guter Wein. Jedes Jahr produziert Israel 40 Millionen Flaschen Wein. 10 bis 15% davon werden exportiert, vor allem in die USA, nach Frankreich und Großbritannien. Dort kaufen vor allem Juden den Rebensaft mit geschichtsträchtiger Herkunft. Das Problem ist, wenn israelischer Wein exportiert wird, landet er meistens im Regal für koschere Produkte. Ein Kunde, der nicht speziell auf koschere Weine aus ist, übersieht ihn da leicht. Israelis trinken durchschnittlich 6 bis 7 Liter Wein pro Jahr, viel weniger als etwa Franzosen, die auf 45 Liter pro Jahr kommen. Doch die Zahl derjenigen, die regelmäßig Wein trinken, ist in Israel in den vergangenen 5 Jahren stark gestiegen. Und viele Winzer sind davon überzeugt, dass ihre Weine das Potenzial haben, Kassenschlager zu werden, auch auf dem internationalen Markt.